Komm, versuch dich mal zu konzentrieren. Kandidatenzüge rechnen, schnell spielen, nicht zu lange nachdenken. Es ist Blitz, 3 plus 1. Königsindisch. Na, Läufer G4 natürlich. Hier nimmt man hier. Viele nehmen jetzt hier, dann nehme ich da, hier und dann opfern sie die Dame. Aber jetzt, der hat die Dame nicht geopfert. Das ist auch nicht gut, die Dame zu opfern. Es ist halt so C6 hier, ne? Man muss nicht die Damen vorher tauschen. C6, tak, tak. Hauptsache, der Springer kommt nicht rein. Denk doch nicht so lange nach. Mann, es gibt nichts nachzudenken. Das ist so eine Stellung, aber schon tausendmal gespielt, ey. Stell die Dame irgendwo hin, entwickel dich weiter. Was rechne ich hier? Der Tausch der schwarzfälligen Läufer ist natürlich Mumpitz aus strategisch für ihn. Den Läufer will ich gerne tauschen. Die schwarzen Felder sind jetzt schwach. Der Springer kommt über E6 nach D4 hier. Und das ist nicht gut für Weiß. Ja, zu viel tauschen ist auch doof. Machen wir einmal tauschen, dann Springer E6. Wenn er Dame D6 macht, ist nicht schlimm, dann tausche ich halt die Damen und spiele Springer D4. Es ist ausgeglichen letztendlich. Ja, Turm C8 ist wahrscheinlich besser hier, um den Turm nicht reinzulassen. Ich denke zu lange nach. Ich denke zu lange nach. Es ist eine Nuance. Ob ich nehme oder nicht, ist letztendlich eine Nuance. Sag mal, was. Ne, Springer D4, jetzt kann ich auf F3 nehmen, eventuell. Und seine Struktur schwächen. Der Springer ist aber stark. Ich weiß nicht, ob ich den tauschen will. Nee, ich tausche nicht. Der Springer steht da gut erstmal. Und jetzt mit dem König nach E7. Das ist ganz wichtig, damit die D-Linie gedeckt ist. Wichtige Felder. Der Läufer steht hier. Jetzt nehme ich. Oder? Oder nehme ich E2 den Läufer? Den Springer. Und dann Springer nach C5. Nein, wir gehen in das. Das ist einfach. Das ist einfach. Hier habe ich eine bessere Struktur. Bei der anderen Sache ist nicht ganz klar. Ich weiß nicht, worüber ich so lange nachdenke, wenn ich ehrlich bin. Er spielt einfach schnell, ne? Im Gegensatz zu mir. Ich versuche alles zu berechnen. Das Bauernendspiel sollte. Ist wahrscheinlich auch nicht besser für mich. Na, C5 ist ein bisschen nervig hier. Aber dann kommt er natürlich nicht hier hin. Die Idee ist natürlich für mich. Also G5 könnte ich spielen. Springer G3 hat er dann. Springer F4. H6 ist ein Abwartezug. H6 hier. Aber C5 ist ein bisschen störend. Eventuell hier hin. Er nimmt, ich nehme und dann habe ich einen H-Bauern. Wenn er den spielt, dann tausche ich alles ab. Das müsste besser sein für mich. Ich könnte erstmal so abwarten. Er kann natürlich auch abwarten, ne? Er kann ja den König hin und her ziehen. Naja, ich muss aufpassen, dass ich den B6 nicht einstelle, ne? Dann warten wir so mal ab. Kann er gar nicht decken jetzt, oder? Doch, kann er decken, leider. Das ist immer noch Remis, ne? Er kann auf E5 nehmen. Ist billig. Ach ja, das ist billig. Ist einfach Remis, ne? Ach Gott. Gewinne ich auch nicht, ne? Das ist zu billig alles, ey.
Spannend. Ach Mann, ey, ich gewinne ja nichts heute. Im Ernst, er spielt das strategisch eigentlich genauso, wie man das nicht spielen darf. Ist halt etwas besser für Schwarz. Aber ich bin einfach nicht gut genug. Na, zuerst den König hier rüber, ne? Das ist halt etwas besser, aber es reicht halt nicht, ne? Das ist auch richtig gespielt von mir. Hier muss man irgendwie anders spielen, aber tatsächlich G5 hier. Das ist interessant. Den Springer hier reinlassen. So würde die Engine das spielen. Sehr interessant. Oh, und dann so, ne? Eieiei. Ja, eine Engine würde das gewinnen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Mach mal die Engine-Züge hier. Die Engine würde so spielen, aber das muss doch Remis sein. Das ist einfach. Ist das gewonnen hier? Nee, das ist einfach Remis. Aber eine gute Idee, so zu spielen. Der Springer muss immer hier stehen bleiben. Aber gut, er kann einfach hin und her ziehen. Das ist natürlich, ja, zu wenig. Ich hätte sogar nehmen sollen, hier sagt die Engine. So, so, so. Aber hier dachte ich, dass es definitiv nicht gewonnen ist. 3H6. Ja, es ist nichts. Hätte hier nehmen können. So, das gleiche. In grün. Und dann den. Aber er hat nur den hier. Das gleiche in grün. Da war nichts los in der Partie. Zu wenig. Zu wenig einfach.